Die Gänge werden noch einmal durchgezählt. 10, 11 oder 12? Ich meine mal 10 Gänge. Ja, das macht doch Sinn, denn wir haben ja hier einen Trapezrahmen, Trekkingrad, richtig schönes Fahrrad, sogar mit einer speziellen Knubbel-Sattel-Einheit-Dingsbums. Was ist denn das? Das ist eine Federung, eine Sattelstützenfederung, damit man ein bisschen besser durch den Alltag kommt oder durch die Landschaft, weil dann Schläge in den Rücken abgemildert werden, ja, oder Schlaglöcher, Bürgersteine werden dann halt besser weggefedert. Das ist recht effizient. Das heißt, also fahre ich jetzt irgendwo drüber, so Schlaglöcher werden abgefedert und zusätzlich habe ich vorne noch eine Feder, oder? Genau, auch vorne eine Federgabel mit drin, also maximal bequem das Rad. Zusätzlich ja auch noch dicke Reifen dran, also da wirst du auf jeden Fall mal bequem über die Hindernisse rollen. Ja, zusammen mit Lucia und Tobi werden wir die Welt von KTM erkunden. Kennt man von Motorrädern so ein ähnlicher Name? Ist das ist der gleiche, oder? Das ist der gleiche Name, aber andere Firma. Andere Firma. Das heißt, das ist ja voll der Trend, dass man sich so ein kleines bisschen vereinbart. Aber die Qualität hat Stiftung Warentest bei anderen Fahrrädern, die sie von KTM getestet haben, unglaublich interessiert. Ist das hier auch schon getestet worden? Ja, die testen immer mal gewisse Modelle, meistens aber die Tiefeinstiege, aber die sind ja deckungsgleich, weil das Saarrad hier, dieses Kram 720 Machina, gibt es auch im Tiefeinstiegsbereich. Das musst du mal, Diamant sogar, ja. Genau, das muss man kurz erläutern, wenn du mal gerade hinter das Fahrrad trittst, sei mal so lieb und mal den Bereich zeigen, das ist jetzt ein Diamantrahmen. Also nee, Diamantrahmen wäre jetzt bis hierhin die Stange. Und das ist ein? Trapez, und der Tiefeinstieg hätte gar nicht diese Oberrohr. Also da wäre das ganz weg, das Oberrohr. Genau. Und es sind die gleichen Räder, kosten auch gleich viel, haben gleiche Akkugröße und Motorgröße. Gibt es dann jeglichen verschiedenen Rahmengrößen. Aber was ist denn jetzt besser? Weil das ist, kann man vorstellen, dass hier oben nochmal so eine Strebe, die ist ja auch nicht schlecht, oder? Ja, also das ist jetzt mittlerweile so, da gibt es nicht mehr besser oder schlechter für viele Leute. Klar, die sagen, hier kann ich wenigstens noch gut greifen, wenn ich das irgendwo hinheben will. Aber den meisten geht es um die Optik, dass es halt sportlicher aussieht. Aber ein Tiefeinstieg hat die gleiche Verwindungssteifigkeit wie ein Trapezrahmen oder ein Diamantrahmen. Ja, ich zeige das mal. Dir glaube ich das ja nur bedingt, weil immer, wenn es irgendwie technisch wird, dann heißt es dann, wende ich mal an den Tobi. Da wende ich mich mal gleich an den Tobi. Stimmt das? Ja, wende dich an den Werkstattmeister. Wo wart ihr gerade? Es geht darum, dass es gibt ja verschiedene Formen. Es gibt ja das Herrenfahrrad, wo hier das obere ganz oben ist. Ja. Dann hast du hast natürlich ein kleines bisschen steifer mit Oberrohr immer, ist physikalisch, muss das ja so sein. Aber es ist tatsächlich so, dass der Tiefeinstieg mittlerweile auch so weit entwickelt ist und gerade bei KTM so stabil unten im Motorbereich ist, dass das Rad auch da in den Kurven nicht flattern wird. Also du hast nur minimalste Einbußen, die wirst du im Alltag nicht merken. Aber hier bei dem Fahrrad habe ich beides aus beiden Welten. Ich glaube, der Tiefeinsteiger, das ist für viele noch so ähnlich wie die Jogginghose, die totale Aufgabe, aber für andere ist das die totale Erfüllung. Also das gibt es auch mit Tiefeinstieg, genau das gleiche Fahrrad. Genau das gleiche Fahrrad gibt es mit Tiefeinstieg und von wegen Totalaufgabe oder so. Stell dir einfach vor, du hast einen Kindersitz hinten drauf. Mit dem Trapez hast du da hier noch eine Chance, dass du dann durchsteigen kannst. Mhm. Aber wenn du da kannst dein Bein ja nicht über den Kindersitz heben. Ja eben, ja, das kann schmerzhaft werden. Guck mal hier, das ist mal ein richtiger Kettenkasten. Genau, also hier wirst du wahrscheinlich die Hose so schnell nicht verschmieren. Also richtig solide, stabil die Kette einmal abgeschirmt und das Kettenrad vorne. Ist auch genau angepasst an den Rahmen. Das ist nicht irgendein Zukaufteil, sondern das passt. Es klappert auch nicht mehr wie früher. Die waren ja früher immer aus Metall. Dann zur Schaltung müssen wir ein bisschen was erwähnen. Das ist ja jetzt eine Dioro-Schaltung mit 10 Gang. Das heißt, eine breite Kette mit richtig viel Material. Je mehr Gänge, desto dünner werden die Ketten. Das ist zwar ganz nett, wenn ich jetzt im Performance-Bereich unterwegs bin. Wenn ich aber Langlebigkeit haben möchte, ist 10 Gang richtig gut. Genau, du hast eigentlich schon treffend gesagt. Man hat halt bei der 10-Gang-Schaltung noch den Spagat zwischen Langlebigkeit und sportlicher Schaltung. Weil es gibt halt viele Leute, die sagen schon, ich fahre nicht damit nur zur Arbeit oder zur Uni oder zur Schule, sondern ich will damit auch irgendwie sportlich durch die Wälder fahren, aber halt nicht nass gespritzt werden, braucht auch Licht. Und da ist das hier halt so der Mittelweg, weil wir haben ja auch breite Reifen. Das heißt, es zeigt schon so ein bisschen, das ist nicht nur für den City-Bereich. Und da ist man mit so einer 10-Gang-Dior eigentlich ziemlich gut bedient. Das hat einen wunderschönen Vorbau, das können wir gerade mal anschauen. Der ist komplett integriert, da siehst du gar nichts mehr. Wie wird der denn eingestellt? Geht das hier über die beiden Schrauben hier unten, oder?
Genau, die beiden Schrauben, die musst du öffnen und dann kannst du halt den Winkel so einstellen, wie du es haben möchtest. Wenn du da jetzt viel veränderst, musst du natürlich auch vorne die Schrauben noch öffnen und den Lenker noch mal ein bisschen anpassen. Also alles hoch integriert, die Lampe da, wo sie hingehört, nämlich an dem lenkbaren Teil, das hast du ja öfter schon mal gesehen, da steht die fest, meistens bei irgendwelchen Cargo-Bikes. Hier habe ich sogar Kurvenlicht mit drin. Genau, geht ja ganz natürlich beim Fahrrad, wenn es an der Gabel dran ist, lenkst du dann quasi immer das Licht mit. Die Reifen, das kennt man eigentlich nur vom Mountainbike, so dick, oder? Ja, also diesen Schwalbe Allgrounder, den sieht man ziemlich selten. Der ist im Prinzip die Version, sage ich mal, nicht so stollig wie jetzt ein Johnny Watts oder ein Smart Sam, aber halt sehr breit und hat halt dieses, ja, wie so ein Schildkrötenmotiv hier drauf, dass man trotzdem noch im unloseren Terrain guten Halt hat. Aber der rollt sich auch fantastisch auf Asphalt, Kopfsteinpflaster oder sonstigen Feldwegen. Das ist fast ein Fatbike, oder? Wenn du so guckst. Boah, ja, von der Optik her. Geht aber das so, ist schon breit, aber ich glaube, wir haben 2,4er Breite, das geht schon noch. Aber sehr sportlich. Was ist denn das für ein Rahmen? Ist das eine große Rahmengröße, Tobi? Ja, ich glaube, wir haben einen mittleren Rahmen hier vor uns. Es wirkt unglaublich massiv am L-Rahmen, oder? L sogar. Ja. L. Der Gepäckträger, wir haben es eben schon mal gezeigt, bietet zwei Möglichkeiten. Also einmal die Möglichkeit, eine Seitentasche anzubringen. Magst du mir das mal ganz kurz zeigen, irgendein Ortlieb mal? Das geht sehr schnell. Die kann man auch mit einem Griff einfach abnehmen. Genau, also einmal wirst du sie einstellen müssen, einmal unten mit dem Schnapper, dass dir die Tasche halt seitlich nicht wegfliegen kann, muss halt hier irgendwo eingehakt werden. Mhm. Und oben die Schnapper, die stellst du dann einmal auf den Gepäckträger auch ein. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass sie einfach von oben einhängen, ist dann feste. Hier haben wir ist das jetzt schon feste? Warte mal. Ja, ich habe es nicht aufs Rad eingestellt. Ja, ja, aber hier oben kannst du es nicht mehr weg, hier an der Stelle. Genau. Da ist schon Feierabend. Und jetzt, du ziehst einfach dran? Genau, du ziehst dran und dann entriegelt die Tasche. Ah, okay. Das hält in der Praxis natürlich gut, sonst hätte Ortlieb die nicht mehr im Programm, die Taschen, wenn die immer auf der Straße liegen würden. Es kommt aber noch viel besser. Es gibt noch ein zweites System, das sind zum Beispiel Körbchen, die man oben drauf macht. Und da hast du schon was vorbereitet, da geht es mal ganz kurz holen. Ein kleines Körbchen, was ich einfach einklicken kann. Das sind die sogenannten Systemgepäckträger. Hier in dem Fall von dem englischen Markenanbieter Ragtime. Ja, genau, Ragtime, das ist so ein Standard, der ist mit dem MIK, also Mix-System, so die zwei gängigsten. Das ist eine Norm, oder? Naja, das sind Firmen, die am weitesten verbreitet sind bei den Herstellern. Die holen dann die Gepäckträger und die Systeme werden dann quasi von den Herstellern für Packtaschen oder Körbe halt übernommen und dafür gibt es dann Platten. Und diese Platten sind dann halt entweder für MIK, also MIK oder für Ragtime. Und Ragtime ist einer der häufigst verwendeten Systeme. Sag mal, die Platten kann ich dir auch kaufen später und dann an das anschrauben, was ich schon habe? Ja, also wir können das schon wechseln. Ich weiß nicht, ob wir nur Zugriff auf diese Adapterplatten haben, aber ich denke, der Endkunde auch, oder? Ja, die gibt es zu kaufen. Zu kaufen. 30 Euro. 30 Euro, da kann ich dann egal was drauf machen. Hier ist es schon montiert. Und wenn du mal gerade den Test nochmal machst, du hast es eben gemacht, man kann an der Tasche jetzt das ganze Fahrrad hochziehen, oder? Ja, so stabil ist es tatsächlich. Also ohne Probleme fest verbunden. Was mir auffällt ist, du hast gerade das Fahrrad mal runterknallen lassen. Kannst du das mal machen? Vielleicht nicht du, Lucia, du hast ja heute schlechte Erfahrungen mit. Aber dass der Tobi das mal ganz kurz macht, einfach mal so auf beide Räder mal runterfallen lassen, dann sieht man, da klappert nichts mehr. Das ist nicht so wie früher, oder? Ja, hast du nur auf den Ständer gehört, den ich nicht reingeklappt habe. Mach nochmal. Du darfst nochmal. Ja, genauso muss klingen, oder? Das klingt zart. Super, also das ist wirklich mega stabil und da scheppert nichts oder klirrt irgendwie oder klappert. Das nervt so, du fährst in der Innenstadt, in der Fußgängerzone und dauernd weiß die ganze Stadt, dass du kommst. Ja, du brauchst noch nicht mal mehr klingeln. Das ist hier nicht so, man ist schon auf leisen Sohlen unterwegs. Ja, also früher war es ja oft so, dass gerade die Akkuklappe gerne mal ein bisschen geklappert hat. Und hier ist die halt schön formschlüssig, die klemmt sich schön bei, da rappelt dann auch nichts mehr. So soll es eigentlich auch sein. Ja, das ist neu, die Akkuklappe hat jetzt einen festen Platz hier unten mit einem Schließzylinder integriert. Da drin ist kein kleinerer wie der 750 Wattstunden Akku, der größte, den es gibt. Normalerweise ist es nämlich immer ein Problem, dass du die unterbringen kannst. Das klappt sogar mit dem S-Rahmen. Das ist aus Metall? Das ist aus Metall und hier haben sie es echt intelligent gelöst, dass halt der Schließzylinder in der Klappe drin ist. Normalerweise brauchst du da halt wirklich immer so, 4-5 Zentimeter vom Rahmen für und dadurch kannst du es halt schaffen, dass du eine ganz klassische Rahmenform hast und trotzdem die riesen 750 Wattstunden Batterie. Ja, der Powertube. Was für einen Motor haben wir denn hier eingebaut? Ist der CX? Wir haben den stärksten Bosch Performance Line CX, 85 Newtonmeter und bis zu 600 Watt Unterstützungsleistung, also das ganz große Aggregat.
der ja, beliebteste Motor von Bosch. Also stärker geht es ja nicht mehr. Es gibt zwar noch einen Race-Motor, aber der, ich sag mal, spielt eigentlich keine Rolle im Massenmarkt. Das ist der stärkste Bosch-Motor, den es gibt. Dabei ist eins der größten Displays, Schwarz-Weiß-Display, das aber so gut ablesbar ist, dass die meisten Leute sagen, das kann alles, was ich will, das Intuvia 100. Eigentlich ein richtiges Top-Display, wenn ich es vielleicht ein bisschen an den Augen habe. Man muss es, glaube ich, ein bisschen bewegen. Jetzt geht's an, siehst du? Das hat nämlich so eine praktisch einen Erschütterungssensor drin. Heißt, sobald das Fahrrad bewegt wird, nimmt es Kontakt auf. Und hier sehe ich also, das Bike ist leer. Ist es leer? Warte mal. Ja, das zeigt da jetzt an. Da muss ich mal einmal auswählen. Das kommt ja frisch aus dem Werk. So. Die kommen meistens so mit 30% oder sowas. Haben genau, die? Das müsste es hier eigentlich auch haben. 20, wo haben wir es? Also 17 Kilometer? Da steht so 22%. 22%, okay, genau. Mein Fehler. Ja, hier sieht man es auch an den zwei orangenen LED-Punkten. Die kommen nie ganz voll, wenn die zu euch kommen, oder? So nee. Ein bisschen haben die. Genau, manchmal mit 10% sogar nur, manchmal mit 30%. Aber wir laden die Räder bei uns im Laden auf, wenn der Kunde es abholt, bevor es abholt. Checken nochmal alles, Bremsen, Schaltung, ob alles festgezogen ist, vorbauen so. Und dann ist es frisch aufgeladen und kann dann übergeben werden. Ja, KTM habt ihr noch nicht so lange. Ja, mittlerweile. 2 Jahre? Ja, 2 oder wir gehen schon ins dritte Jahr. Also, dritte Jahr. Aber im Vergleich zu ja, den klar. 30 Jahren, die ihr jetzt werdet, ist es ein Zehntel der Zeit. Riese Müller habt ihr seit 30 Jahren, aber es ist ein guter, ich sag mal, Mittelweg zwischen dieser Brachial-High-End-Qualität von genau. Riese und Müller. Ist es hier schon die gehobene Mittelklasse, oder? Genau, das hier ist die Mittelklasse, gehobene Mittelklasse, kann man gut sagen. Der BMW unter den Verheilern. Ja, also bei KTM geht es natürlich auch hoch bis 6.000, 7.000 Euro, so ist es nicht. Aber da ist halt eher so, da machen wir eher die Riese-Müller-Schiene. Und bei KTM muss man auch sagen, da kriegt man wirklich bei vielen Modellen bis 5.000 Euro richtig viel Material und gute Ausstattung, Komponenten. Und deswegen mögen wir das eigentlich ganz gerne. Gerade bei E-Tracking-Rädern sind die sehr beliebt und stark. Ja, was kostet denn dieses Kleinod österreichischer Fahrradmanufaktur, lieber Tobi? Magst du mal schauen mit mir zusammen auf das Preisschild? Genau, da musst du einmal rumkommen. 4.299 Euro und das mit der Ausstattung, da sind wir wieder richtig zufrieden. Das haben wir auch oft bestellt, das Bike. So, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich bin gerade in Kaiserslautern, ich möchte kein Geld bezahlen und das Fahrrad trotzdem mitnehmen, was muss ich denn tun? Dann musst du am besten bei deinem Arbeitgeber vorstellig werden und mal gucken, welches Leasing der anbietet. Meine Frau. Hallo, Marlene. Genau. Denn Job hat Leasing voll in aller Munde. Man kann es vom Bruttogehalt absetzen, spart die kompletten Steuern, Sozialbeiträge, alles. Genau, also je nach Steuerklasse und je nachdem, wie viel Steuern du bezahlst, kannst du halt schon so um die 30% sparen. Das ist so ein Mittelwert tatsächlich. Und das lohnt sich eigentlich immer. Sag mal Rhabarberkuchen. Rhabarberkuchen. Den gehen wir jetzt essen. Und das Ganze bei Konrad in Kaiserslautern. Ein richtig schönes Fahrrad. Die Farbe gefällt mir mega. Ist nämlich so ein Racing Green. Matt, Metallic. Also besser geht kaum. Es changiert so ein kleines bisschen hier, wenn man im Licht. Guck mal, wie schön das hier ist. Fast ein Flip-Flop-Lack, oder? Ja, Green Purple Flip Matt heißt das. Mein Gott, leck die Katz. Was ist das für ein Name, für eine Farbe? Aber ihr habt es so verdient. Tschüss.